Hallo zusammen, mein Name ist Sophia und heute stelle ich dir eine weitere Einkunftsart vor, nämlich die Einkünfte aus Kapitalvermögen. Einkünfte aus Kapitalvermögen sind vom Grundsatz her eine Überschusseinkunftsart. Allerdings werden die Werbungskosten durch den Sparerpauschbetrag von mittlerweile 1.000 Euro bei Einzelveranlagung und 2.000 Euro bei Zusammenveranlagung ohne Nachweismöglichkeit ersetzt. Es gilt somit ein Werbungskostenabzugsverbot. Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören insbesondere die laufenden Kapitalerträge und die Veräußerungsgewinne. Zu den laufenden Kapitalerträgen zählen insbesondere offene und verdeckte Gewinnausschüttungen und vergleichbare Leistungen von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften sowie Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen jeglicher Art. Insbesondere Zinsen gehören hier dazu. Zu den Veräußerungsgewinnen zählen vor allem Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen Körperschaften, also ganz klassisch die Aktienveräußerung, Gewinne aus der Veräußerung von Dividenden und Zinsscheinen. Die Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen einem linearen Einkommensteuersatz von 25%, zuzüglich Soli und gegebenenfalls auch Kirchensteuer. Die Steuer wird dann grundsätzlich im Wege des Quellenabzugs erhoben. Die Einkommensteuer gilt damit als abgegolten, sofern keine Zuordnung zu anderen Einkunftsarten erfolgt. Eine Veranlagung wird auf Antrag durchgeführt, wenn der Regelsteuersatz, also euer persönlicher Einkommensteuersatz, unter 25% liegt. Hier sprechen wir auch von der sogenannten günstiger Prüfung, um den Sparerpauschbetrag auszuschöpfen und Verluste zu berücksichtigen. Verpflichtend ist eine Veranlagung, also die Abgabe einer Steuererklärung, wenn von den Einkünften aus Kapitalvermögen noch keine Steuer einbehalten worden ist. Es gibt jedoch auch Ausnahmen. Also eine Kapitalertragssteuer wird nicht erhoben, soweit ihr zum Beispiel eurer Bank einen Freistellungsauftrag erteilt habt oder eine Nichtveranlagungsbescheinigung, auch kurz NV-Bescheinigung, vorliegt und wenn über den neuen Verlustverrechnungstopf negative Erträge aus Kapitalvermögen gegenzurechnen sind. Liegen Verluste vor, gibt es hier bestimmte Einschränkungen, wie so ein Verlustausgleich vorgenommen werden darf. Es dürfen weder positive noch negative Kapitaleinkünfte mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden. Das ist konsequent, da die Kapitaleinkünfte einem gesonderten Steuersatz unterliegen. Auch innerhalb der Kapitaleinkünfte gibt es Einschränkungen. Zum einen gibt es keinen Verlustrücktrag. Und zum anderen können Verluste aus Aktienverkäufen nicht mit positiven anderen Kapitaleinkünften ausgeglichen werden. Dann gibt es noch eine Ausnahme für Kapitaleinkünfte im betrieblichen Bereich. Kapitalerträge, die zu betrieblichen Einkünften umqualifiziert werden, also zum Beispiel, wenn die Kapitalerträge zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehören, sind dann zu 40% steuerfrei. Im Gegenzug können mit den Kapitalerträgen zusammenhängende Betriebsausgaben auch nur zu 60% abgezogen werden. Das Ganze nennt sich Teileinkünfteverfahren und gilt nicht für Kapitaleinkünfte im Privatvermögen. Von den 7 Einkunftsarten war das jetzt die vorletzte, die ich euch präsentiert habe. Freut euch auf die letzte Einkunftsart, die sonstigen Einkünfte. Seid gespannt und bis bald, eure Sophia.